Ja, die Kollegen haben ja bisher alle im Indikativ gesprochen, so als sei das erwiesen. Jetzt hat meines Wissens Pyongyang offiziell dementiert. Russland hat de facto auch dementiert. Da würde mich interessieren, soweit das können Sie sagen, hat denn der Vertreter hier in Deutschland, Nordkoreas, das ebenfalls dementiert in dem Gespräch? Und welche eigenen Erkenntnisse oder über welche eigenen Erkenntnisse verfügt denn die Bundesregierung in dieser Causa? Also, Herr Warbeck, Sie wissen, dass wir über Erkenntnisse dieser Art, die ja nachrichtendienstlicher Art üblicherweise sind, uns hier mit Ihnen nicht austauschen. Das würde ich jetzt auch so dabei belassen. Und ich werde Ihnen jetzt auch nicht Details aus einem vertraulichen Gespräch mitteilen. Ja, das machen wir üblicherweise hier auch nicht, sondern ich habe berichtet, welche Erwartungshaltung in Klarheit die Bundesregierung dem Geschäftsträger der nordkoreanischen Botschaft hier übermittelt hat. Nachfrage? Ja, aber das hat ja jetzt nichts mit Staatswohl oder sonst was zu tun. Wenn Pyongyang offiziell dementiert hat, wäre es ja eher überraschend, wenn der Geschäftsträger das nicht getan hat. Das können Sie ja schon beantworten, ohne dass da irgendwelche intimen Details hochkommen. Ja, da sind wir unterschiedlicher Auffassung und dabei belasse ich es.